Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Life is Strange. Wir haben in den letzten Folgen ein bisschen länger als erwartet diesen Park hier angeschaut und die Schule. Linke Maustaste, um zum Wohnheim zu kommen. Und das machen wir jetzt auch. Wir betreten das Wohnheim. Come on, Logan, bring it, bro. Yeah! I need to go to my room and return Warren's flash drive. Okay, Wegweiser. I always get a little giddy when I think about having my own room here. The Prescott dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm? Die scheinen ja wirklich richtig reich zu sein. Hier kommen wir nicht rein. Wo fangen wir denn an? Mit dem Typen. Hey, Logan Robertson. All-American Asshole. Ist das nicht der Typ, der am Spind den Daniel zusammengefaltet hat? No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Oh ja, von dir will ich unbedingt ein Foto haben. Eingebildete Lackaffe. Können wir dort hoch? Totem. Oh, ich möchte da hoch. Wie kommen wir da hin? Kann ich das... Ah! Warren told me that totem is named Tobanga for a reason nobody knows. Okay. Wer bist du denn? Ist das hier Zachary? Ist das der mit Juliette? Zachary always looks like he'd rather be throwing back a beer than a football. Football, Max. Big football. Step away. Angeber. Gucken wir doch mal weiter, was... Huh, huh, huh. Eichhörnchen, fotografieren. Sweet. Juhu, Close-ups. Jetzt haben wir nämlich das nächste Bild hier drüben. Das mit dem Skateboard hätten wir bestimmt machen müssen, wo die Jungs vorne waren, oder? Und die haben einen Football. Vielleicht müssen die den in irgendeine Scheibe klatschen? Keine Ahnung. Aber reden wir doch erstmal mit Kate. Hey, Kate. There's Kate, looking sadder than usual. Oh. Hi, Kate. Hey, Max. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Können wir nochmal mit dir reden? Seriously, Max, I don't want to talk. Na gut. Tut mir leid. Glad to see our campus is eco-friendly. Sweet. Ich würde gern wissen, was sie hat, aber... Huch. Samuel. Good old Samuel. Some people are creeped out by him. He's not creepy, just X-Files weird. Ist hier irgendwas hinten? Nee, ne? Hier können wir nicht rein. Reden wir doch mal mit ihm. Howdy, Samuel. Well, hello there. Awesome. Okay, jetzt weiß ich, warum er ein bisschen creepy ist. Schwer, ihren Flyern auszuweichen. Du siehst beschäftigt aus. You look busy, Samuel. I'm always up to something. Today it's sweeping. Then painting windows. Just don't paint over the posters for Rachel Amber. You can't color over that sunlight. Was? You knew Rachel? How can you know a prism? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Nice, bro! What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward. Like a clock. What was she like? Awesome. She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Positive and negative. Sweet! See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep.
I paint. Der ist ein bisschen gruselig. Und warum hat er so komisch über Rachel gesprochen? Das klang irgendwie... Weiß nicht, es klang eigenartig. Sprinkler. You'd think with all the rain here in Oregon, you wouldn't need to water the lawn. I guess Blackwell has to keep the lawn and plants well manicured to look good on a catalog. Bevor wir mit den Zicken hier reden, gucken wir erstmal weiter. Glad to see our campus is eco-friendly. Noch ein Sprinkler. With all these new droughts, it seems kinda obscene to waste all this water. Noch ein Sprinkler. Boom. Okay. Don't take it out on the tree, loser. Rachel owes my money. Pay up, bitch. Okay. Hallo, Alyssa. I feel like Alyssa and I should be better friends. Oh. Hi, Max. How are you doing? Fantastic. I'm by myself for eating chiclet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading chiclet. Good point. Now, if you'll excuse me. Yeah. Sorry. I really have to find out what happens. Okay, die ist ein bisschen komisch. Dann gehen wir doch jetzt mal zu den Zicken. Victoria. Oh shit. There's Victoria and her mean girls. Oh look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh wait, hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Können wir nicht einfach hier an der Seite vorbei? Ich meine, es ist doch genug Platz. Beziehungsweise da vorne war auch eine Tür. Okay. Oh, der Schmetterling. Können wir den irgendwie knipsen? Nein. Hi, Creepy Samuel. Was müssen wir machen? Er hat die Tür offen gelassen. Gibt's hier irgendwas? Nein. Oh, was ist das? This main sprinkler valve looks easy enough to use. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Sehr gut. Da können wir doch vorbei, oder nicht? Awesome. Wo ist denn jetzt die Tür? Hier. Da, huch. Nein, 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 nein. Das war eigentlich aus Versehen. Aber nice, sind alle noch nass. Ich wollte eigentlich rennen. Genau das wollte ich. Können wir jetzt hier durch? Do you understand English? Get lost. Do you understand English? Get lost. Also das war's nicht. Die stehen zwar auf von dem Zeug und irgendwas ist mit dem Eimer. Die haben den so fixiert. Wir spulen mal. Vielleicht ein bisschen schneller. Hier laufen sie noch. Ah. Paint bucket next to Victoria. I see a plan. Na, jetzt. I can't grab that. Samuel is way too close. Nochmal. So.
Okay, let's see if this works. La 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 la. Die sitzt aber. Also machen wir Folgendes. Wir gehen erstmal hier hinter und warten, bis er hochgeht. In der Zeit gucke ich mal schnell bei den Bildern. Nee, ist momentan keins, was uns hilfreich ist. Na los. Können wir auch vorspulen, damit er ein bisschen schneller die Treppen hochgeht. So. Und in der Zeit gehen wir mal hier hin und benutzen das. Wir benutzen das. Warum geht das nicht mehr? Close, but no cigar. They have to be right under the bucket. Ah, ich verstehe. So, dann gehen wir jetzt hier hin und benutzen das. So, jetzt springen die Zicken auf. Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know? Ja, dein tolles Kaschmir-Gelumpe. Spannung steigt. No way! No fucking way! You okay, Victoria? Oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo! Hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked! Don't mess with Max, bitches. Sehr gut. Dann können wir jetzt in die Tür rein. Reden wir nochmal mit ihr oder würdigen wir sie keines Blickes? Wir schauen es uns mal an. Oh man, she looks so sad and lonely sitting there alone. Jetzt wirst du doch nicht Mitleid bekommen. Hey, Victoria. What do you want, Max? Sich lustig machen oder ermutigen? Ich denke, wenn wir uns lustig machen, machen wir uns einen riesengroßen Feind noch größer, als sie quasi jetzt schon ist. Deswegen gehen wir mal auf die bright side of life. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. No. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Oh, sehr gut. Jetzt haben wir quasi... Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Jetzt haben wir quasi eine negative Situation mit diesem komischen Selfie umgewandelt. Huch, wie kommen wir? Achso, wir sollen linke Maustaste drücken. Umgewandelt in eine schöne Situation. Okay, wir können uns schon. Ja, wir können uns schon bewegen. Ah, da kommen ihre kleinen Gehilfinnen angerannt. Schauen wir uns doch mal das Zeug hier an. Karte. No? Ansehen. Welcome to Black Hill. Max Caulfield gegenüber von Kate Marsh. Victoria, was ist das? Chase? Brooke Scott, Dana Ward, Juliet Watson, Taylor Christensen, glaube ich. Stella Hill. Okay. Blackwell isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. Sieht schon groß aus, muss ich sagen. Was haben wir hier? HIV und AIDS. Taylor is a slave. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic.
okay. Hinweis. As if. No boys allowed. Wahrscheinlich ein reines Mädcheninternat oder zumindest die Mädchenabteilung. Ah, eine Anspielung auf Shining Red Room. Room 217? No way in hell am I ever going in here. Anzeigetafel? I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Stop in Bigfoots. Nee, stomp in Bigfoots. Dane is still a cheerleader at heart. Schon wieder ein vermisst Flyer? This girl must have been popular. She's everywhere. Oh, was hier? Showers? Können wir hier rein? Nein, wahrscheinlich frisch gewischt oder sowas. Sieht ein bisschen nass aus. Anschlagbrett. Be alert on campus. Sei wachsam auf dem Campus. Beachte die folgenden Tipps zu deiner eigenen Sicherheit. Wisse immer, wo du bist. Lasse immer einen Freund wissen, wo du bist oder hingehst. Melde jeden Vorfall direkt den Campus-Mitarbeitern. Hier ist wieder die Halloween-Party. Das haben wir schon... Nee, das haben wir noch nicht gesehen. Juliet, Extreme Reporter. Oh, was haben wir hier? Nice atmospheric shot. Needs dusting. Sieht echt super aus mit dem Rehdot in der Mitte. Feueralarm. Kein zweites Mal. Oh, was ist das? Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Das ist aber eine riesige Rolle. Ah, den können wir eh nur ansehen. Sehr gut. At least that's an alarm from this century. Hier waren wir. Vermisst Flyer. Poster. They live. Tafel. We'll bank for Jesus. Okay, this is just mean and stupid. Können wir das wegmachen? Sehr schön. Hier müsste ja dann, wenn hier Kate ist, sind wir doch hier drüben. Genau, Max Zimmer. Tafel, können wir hier was anmalen? How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Dann machen wir es doch jetzt. Max. Besser als nichts. Was haben wir hier? Be the change you wish to see, Gandhi. Na, tiefsinnig. Oh, Victoria, give me a fucking break. Was haben wir hier? The Forks. 314 Pi. Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. But what's this poster really trying to tell me? Dass man die Welt sichern soll. Aber ich würde sagen, wir haben gar keine andere Option. Wir gehen einfach mal in unser Zimmer. Home sweet home. My favorite cocoon. Wir haben gerade den Teddy gesehen. Können wir den knipsen? Nein, den Teddy bitte. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Wir sind eigentlich schon eine ganze Weile über der Zeit. Ich musste gerade einen kurzen Schnitt wieder wegen Geräuschen machen. Wir sind eigentlich über der Zeit, aber das Problem bei diesem Spiel ist, es speichert nur an bestimmten... I love my space, but I do miss my friends and family in Seattle. Speichert nur an bestimmten Checkpoints. Aber ich würde sagen, liebe Leute, ich mache an dieser Stelle trotzdem noch mal einen kleinen Schnitt. Zur Not können wir ja immer noch von vorn wieder hier hinter ins Zimmer laufen. Und ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und The Winger and the Cow sieht aus wie The Catcher and the Rye. Irgendwie. Naja, egal.
Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch dafür, dass ihr wieder zugeschaut habt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play Life is Strange. Bis dann. Tschüss.